Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play DayZ mit Captain Yamato und Franfan. Oh, da kommt ein LKW. Da fährt einer. Ein LKW direkt über die Landebahn. Echt? Du Scheiße. Ja. Leute, bereitet euch vor. Der kommt genau hierher. Kommt genau hierher. Echt? Geht nicht. Ah! Oh, Alter. Der fährt hier voll kamikaze-mäßig durch, Alter. Der hat den Zombie überfahren. Alter, wo will er hin? Er fährt zu uns rein, glaube ich. Er will zu uns reinfahren. Er dreht um. Boah, der slidet die ganze Zeit voll. Bleibt auf jeden Fall hinter der Wand. Ja. Alter, was macht der für Scheiße? Der slidet hier die ganze Zeit rum. Rani, wo bist du? Ach da. Der ist da in der Ecke. Ich bin hinter dir. Alter, überleben wir nicht. Ich gehe mal rüber zum Franfran, dann können wir ihn ein Kreuzfeuer nehmen, falls er hier reinfährt. Wenn nur durch Seitenfenster erschienen ist. Oh, das ist gut zu wissen. Kein Problem. Das ist gut zu wissen. Ach, scheiße, was mache ich jetzt? Der fährt Amok. Ja, der fährt Amok, aber irgendwie ist das sinnlos, was er da macht. Naja, der wird nur fahren. Ich weiß nicht, ob er uns schon gesehen hat, aber ich glaube nicht. Er kommt auf uns zu, er kommt direkt auf uns zu. Scheiße, ey. Ne, wir warten. Alter, was macht ihr denn da? Ich trinke jetzt erstmal was. Nee, nee. Also er fährt weiter, Ich höre ihn nur. Na, wollen wir... Hey, ich glaube, wir müssen auch woanders hin, Alter. Ja, aber wohin? Gebäude fahren wollen. Er ist weiterfahren, Nee, er kommt zurück. Er kommt zurück. Oh. Nein, jetzt sind wir hier, Alter. Bleibt möglich irgendwie am Rand stehen, vielleicht haben wir den Glück. Er fährt wieder den gleichen Weg wie gerade eben. Vielleicht hat er auch irgendwie ein Leck oder so. Versteckt euch. Sollen wir uns nicht lieb? Er hat uns schon Leck gesehen. Ich glaube auch. Da wäre der, glaube ich, hier schon längst reingekommen. Ich glaube, der trollt einfach nur. Vielleicht ist das aber auch eine Falle. Vielleicht ist er nämlich nicht allein. Der dran steht, der am Lecker sitzt. Wo? Wo denn? Über das Airfield hinweg. Ich weiß, er kann aber nicht erkennen, ob das ein Spieler oder ein Zombie ist. Aber zu naja, wenn ein Zombie... Zu den anderen Gebäuden da gegenüber. Wenn ein Zombie läuft, dann ist normalerweise ein Spieler nicht weit weg, oder? Sonst stehen die doch immer nur rum. Naja, vielleicht läuft er dem LKW hinterher, aber ich kann ja nicht erkennen, ob es ein Spieler oder ein Zombie ist. Ich sehe gar nichts gerade. Was macht der Typ da, Alter? Der will uns Angst machen. Das ist auf jeden Fall ein Spieler. Seht ihr den? Ja. Ja. Der ist ein Zombie erlegt. Der kommt genau hierher. Ja. Er wird den Krach... Der hat den Krach gehört von dem Fahrzeug wahrscheinlich. Ja, aber nee, das ist ein Spieler. Der ist ein Spieler, Kombi erlegt, der kommt genau hier rüber. Ja, genau. Ich glaube, der zielt auch gerade hier in die Richtung. Ich kann es leider nicht sehen. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich bin verloren. Scheiße, Alter, was macht man jetzt? Wir können einen Ausfall machen. Wir könnten ihm in die Reifen schießen. Ja, ich versuche auch, ich denke auch schon die ganze Zeit in die Reifen zu schießen, aber... Das wird er uns bestimmt übel nehmen. Ich bin mir sicher, die gehören zusammen. Ja. Wenn er uns bestimmt am Airfield ist, ich weiß aber nicht, wo der Spieler hin ist, ich sehe ihn nicht mehr. Der liegt bestimmt auf dem Boden, muss aufpassen. Wir könnten einen Ausfall versuchen, wenn er jetzt, wenn wir jetzt sehen, dass er wegfährt, kurz, wenn er in eine andere Richtung fährt und uns nicht im Blick hat, einfach rausrennen und hinten rum. Und dann einfach wegrennen. Ja, ist ein Plan, weil er kann nicht nach hinten gucken, während er fährt. Ja. Er kann nicht nach hinten. Okay, wenn er jetzt gleich wieder zurückgefahren kommt, wenn er in die andere Richtung fährt, dann einfach raus. Franfran, wir rennen hier rechts rum und du, Yamato, du rennst einfach links rum. Okay, los. Ja, hinter den Hangar, ja? Ja, hinter den Hangar, genau. Oh Gott, scheiße.
Die kleine Arschmade wollte mich überfahren. Oh mein Gott. Ich lebe noch, ich lebe noch. Lauft. Lauft. Benutzt die Gebäude als Deckung. Da kommt er. Ah. Oh Gott. Ich kann nicht mehr schießen, ich muss nachladen. Ich kann nicht mehr schießen. Ah, da ist er. Ich kann nicht schießen. Oh nein. Nein. Scheiße. Schnell in die Feuerwache rein, in die Feuerwache rein. Ja. Nein. Wir haben ihn verloren. Verdammt. So ein Scheiß aber auch. Oh Mann, aber krass. Ich hab nachgeladen. Aber wenn ich jetzt eine Waffe hätte, würde ich jetzt aufs Dach gehen und von da aus was machen, aber... Ich konnte nur 2 Schuss abgeben, ey. Verdammte Scheiße, da musste ich nachladen. Naja, da sind nur 2 Schuss drin. Double Rifle hat halt. Gibt's hier einen Hinterausgang? Nee, ne? Komm mal lieber hierher. Ja. Hier ist da alles im Blick. Ja. Ja. Nach oben kann er durch die Tür da vorne kommen? Durch die grüne? Ja, der kann kommen von vorne. Okay. Guck mal, ob ich sehe, nicht? Er ist ausgestiegen. Jetzt ist er eingestiegen. Ich glaube, der verarscht uns. Ich verstehe ihn nicht. Hallo? Hallo. Fährt da draußen wieder rum. Ah, ich sehe. Ich weiß, was er damit bezwecken will. Weiß ich auch nicht. Ich könnte nochmal versuchen, ihm in die Reifen zu schießen. Der kann eh nicht hier rein. Ich lade jetzt mal nach. Ja, wir geben nur Warnschüsse ab. Das sind nur Warnschüsse. Ich mach mal vorne auf. Okay. In der hinteren Tür, falls keiner reinkommt. Ja. Er hat das nie gehört. Thank you.
Verdammte Scheiße. Er stand da rum, da vorne. Ich lad mal nach, wieder. Aha. Ja, er fährt hier vorne rum, ich sehe ihn gerade. Er ist auch allein, aber... Ja, lass mal hinten rausgehen, oder? Ja, wo gehen wir hin? Ganz vorsichtig. Rein, 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 rein. Ah, bin drin. Warte, warte, warte. Ich glaube, er fährt weg. Er fährt weg. Ich muss durch die Seitenscheibe zu schießen, das ist im schlimmsten Fall. Ja, versuche ich gerade. Aber ist nicht so einfach. Der leckt ganz. Der leckt ganz schön. Okay, jetzt los, laufen. Laufen, laufen, laufen. Jetzt kurz hier warten. Hier in die Büsche rein. Und jetzt weiter. Wieder runter vom Airfield oder wo willst du hin? Ja. Okay. Na ja, kommt. Ja. Aber er hat uns nicht gesehen, glaube ich. Na, ich glaube auch nicht, aber du hast doch schon Reifen erwischt. Ja, auf dem Reifen habe ich zweimal geschossen, glaube ich. Okay, jetzt in den Wald rein. Da kann er uns nicht so leicht verfolgen. Gar nicht verfolgen, glaube ich. Na toll. Der Captain ist tot. Also, ja, echt mal. Scheiße. Völlig verloren. Ja, wir sind total ohne Führung jetzt. Oh Gott. Bleibt die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, wollen wir uns ein bisschen noch hier aufhalten und gucken, was er macht? Vielleicht ein bisschen beobachten die Situation. Oh, das ist auf jeden Fall ein Plan. Es würde mich jetzt echt interessieren, was der jetzt noch macht, auf jeden Fall. Ich höre ihn nur noch ganz leise jetzt auf jeden Fall. Ja, ich sehe ihn. Da steht da vorne, direkt vor der Feuerwache. Ah, okay. Der denkt vielleicht, wir sind da noch drin. Kann gut sein. Ich glaube nicht, dass er uns hat rausrennen sehen, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe ihn auch. Ich weiß auch nicht, auf was der wartet. Vielleicht auf dem Spätzle von ihm. Man weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass der hier alleine durch die Gegend kruzt. Da wird noch irgendeiner dabei sein. Ja. Jetzt fährt er los. Hat er auch jemanden gesehen, aber... Der LKW hat auf jeden Fall allein gesessen, das konnte ich sehen. Can join the server. Ich mach mir jetzt erstmal... einen Schluck. Bisschen was trinken. Plan. Ey, Karamba. Mann, oh Mann, ey, krass. Krasse Aktion. Die Frage ist jetzt, wir könnten hier natürlich auf den Captain warten, dass der Captain hier wieder hinfindet, vielleicht. Ja. Wird aber eine ganze Weile dauern, gehe ich mal von aus. Das glaube ich auch. Könnte ihm natürlich halt entgegengehen, ist natürlich die Frage, wohin. Ja, wohin ist die Frage? Das weiß man halt immer nicht so genau. Wie viele Schuss habe ich denn eigentlich noch? Also zur Not habe ich für deine Waffe auch noch was dabei. 15 habe ich auch noch da. Ah, okay, alles klar. Oh, da rennt jemand. Wo?
direkt am LKW. Weiß nicht, ob... Steht jetzt genau auf der Ecke von der Feuerwehrstation. Ich glaube, der zielt hierher. Kann gut sein. Ich habe ihn auch gesehen gerade. Zweit. Ja, die zweite und die dritte mit dir jetzt. Okay, dann lass mal abhauen, oder? Ja, die schießen auf mich. Schnell wegrennen. Ja, weg. Los, weg. Scheiße, ich blute. Haken schlagen, Haken schlagen. Ich bin dabei. Ich aber erstmal schnell irgendwo verbinden. Ja. Ich geh mal hier hinter den Baum. Ich sehe nämlich fast nichts mehr. Soll ich sie ablenken? Ich kann ja in die andere Richtung laufen. Was ist das? Ja, oh, ein Zombie. Ich musste gerade einen Zombie erschießen, der kam auf mich zu. Ich war das. Okay. Verbunden? Puh. Hat er erklärt, ich bin da. Okay, meine Knarre ist jetzt leer. Ich muss die Knarre nachladen gleich wieder. Siehst du rechts dieses Gebäude? Ja. Zäune? Ja. Da mal irgendwie sammeln. Okay. Soll mal irgendwie einen Orientierungspunkt haben. Alter Schwede. Mann, oh Mann, ist das krass hier schon wieder, ey. Abenteuer Airfield, kann ich da mal sagen. Wahnsinn. Wenn es dann wenigstens ein richtiger Schusswechsel gewesen wäre oder so. Wir konnten uns mal wehren. Ja, vor allem, ich habe schon überlegt, ich habe ihn an der Ecke stehen sehen. Ich habe schon überlegt, ob ich abdrücken soll oder nicht. Hätte ich es mal gemacht, ey. Ja, am Airfield immer abdrücken. Da hilft reden nicht viel. Ich glaube auch. Ich habe auch gesehen, er hat irgendwie gezielt auf uns, aber ich wusste nicht, ob er jetzt schießt und dann in dem Moment habe ich schon die Kugel abgekriegt. Ja, ich habe dich dann gesehen, wie du wieder da das Blut aus dem Bein geschossen kam, schon noch bevor du es gesagt hast, habe ich es gesehen, dass sie schießen. Ach, scheiße. Ah, verdammt. Ich bin jetzt auch nur noch grau. Aber ich lebe noch, das ist ja schon mal was. Ja, ich lebe auch noch, also nicht schlecht. Immerhin. Ich behalte mal die Situation im Auge. Ja, warte mal, ich check noch mal kurz, ob ich irgendwo... Ah ja, gut, er hat mein Bein getroffen, alles klar. Und nachladen kann ich mal. Das mit den zwei Schuss ist irgendwie uncool, muss ich mal sagen. Ja, es ist halt eine Double Rifle, ne? Ja. Und ich wette, auf die Distanz ist die auch nicht besonders gut. Nee, nicht wirklich. Aber halt besser als nichts. Ja. Zum Angst machen reicht's. Richtig. Naja, ich sag mal, wenn du gut triffst, ist das auch noch effektiv, ne? Aber glaub nicht, dass die uns jetzt hinterher, also dass die jetzt hinter uns herkommen, aber. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kopfjäger gibt's überall. Hier uns mal und guck mal, wo wir eigentlich gerade sind. Ach, wir sind da, okay, ja, dann weit. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh Mann, ey, krass. Aber ich sehe auch keinen irgendwie hinter uns herlaufen gerade. Moment mal. Jetzt war mir gerade so, als wenn ich den Laster gehört hätte. Nichts. Ein bisschen mehr. Ich meine, gut, dass wir den Laster noch hören, wenn er noch auf dem Airfield rumfährt, das kann schon gut sein. Ja. Oh, wir mussten den Captain zurücklassen. Oh Mann. Der arme Captain. Er hat wenigstens seine Leiche gerne versteckt, aber ich konnte ja nicht. Ja, es ging nicht. Der Typ ist ja die ganze Zeit rumgefahren. Okay, wollen wir uns hier verdrücken? Ja, wohin verdrücken wir uns denn? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht nicht allzu weit weg. Vielleicht in die nächstgelegene größere Ortschaft. Also in die Nähe davon zumindest. Naja, wir sind ja schon, wenn wir jetzt der Straße folgen hier, wenn wir hinten rausgehen aus der Scheune, der Straße folgen, kommen wir in eine Ortschaft. Die ist direkt am Erdfeld. Du hast auch eine Karte bei, ne? Ja. Sollen wir direkt nach Tischlo? Ah, ich behalte mal die Lage im Auge. Grischino, Grischino, Grischino. Ah ja, Grischino, ja.
Dann sollten wir das vielleicht versuchen. In dieser Hütte. Schlagen wir uns mal dahin durch. Ja. Ah, wie komme ich jetzt aus der Map wieder raus? Einfach Escape drücken. Escape. Oder die Taste, die du... Ah ja, Map alles klar. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal dahin, so ein bisschen in die Nähe. Und da würde ich dann sagen, mache ich dann auch mal Schluss für heute mit der Aufnahme. Da habe ich ja auch genug Material zusammen. Das sind ja fast 2 Stunden, die ich jetzt aufgenommen habe. Oh, hier ist ein Schulrucksack, lol. Ein Schulranzen, das ist ja auch lustig. Was es nicht alles gibt. Ja, aber richtig krass. Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du Leertaste drückst, dann nimmst du übrigens die Waffe runter und läufst ein bisschen schneller. Okay. Ah ja, ich sehe schon, sehr gut. Es ist zwar irgendwie komisch, jetzt die Waffe runterzunehmen nach der Action, aber... ne? Ja. Möchte ich eigentlich nur noch mit Waffe im Anschlag rumlaufen gerade. Ja, das glaube ich. Das Schärfste wäre jetzt, wenn... Nicht anders, aber so ohne Waffe. Das Schärfste wäre jetzt, wenn in Grishino schon welche auf uns warten. Und uns dann unter Feuer nehmen. Könnte natürlich passieren. Oh Mann, oh Mann. Der Captain ist tot. Ah, ist das traurig. Aber, da sieht man mal wieder, ich glaube, bevor man wirklich zum Airfield geht, man muss irgendwie schon besser bewaffnet sein. Ja. Also, wenigstens Waffe und Munition haben. Ich glaube, sonst hast du echt keine Chance. Also, auf jeden Fall, ja. Also zumindest jeder muss eine Waffe haben, die schießen kann. Richtig. Weil wenn wir alle drei auf den Truckfahrer draufgehalten hätten, hätte irgendeiner bestimmt mindestens einen Reifen getroffen. Ja. Ich sag mal so, wenn wir jetzt einen koordinierten Plan gehabt hätten und bekriechen, wäre das vielleicht sogar noch... Also wenn wir jetzt alle in die Feuerstation geschafft hätten, hätten wir uns von da aus auch ganz gut verteidigen können. Ja. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Stadt. Ja. Halt mal auf dieses kleine Häuschen dazu. Weil ich das noch erkennen kann. Das ist übrigens so ein Häuschen hier. Oder nochmal so als kleinen Tipp, wo ich jetzt direkt vorstehe. Ja. Häuschen findest du eigentlich fast immer Waffen. Ah. Gerade High-End-Waffen. Also wie jetzt hier auch, liegt ja eine Handfeuerwaffe. Immer da hinten in der Ecke hier. Okay, alles klar, alles klar. Aber Munition, findet man auch Munition hier? Auch das manchmal. Liegt denn hier auf dem Tisch oder auf dem Kühlschrank? Jetzt scheinbar nicht. Oder ich sehe es gerade nicht, weil mir ist eher das Grau. Was ist denn jetzt besser? Die ich habe, diese CR-75 oder die 1911er, die hier auf dem Boden liegt? Reizen sich die Geister. Also ich sage immer die 1911er. Was für alles, was diese 45er ACP-Munition braucht, hat meiner Meinung und meiner Erfahrung nach einfach mehr Durchschlagskraft als die 9mm. Hast dann jetzt gerade eine 9mm und diese 1911er. Also ich persönlich benutze die auch einfach lieber. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, na dann nehme ich die doch schon mal mit, einfach. Du brauchst halt für beides ein Magazin, das ist immer so das Problem. Also wenn du Magazine findest, auf jeden Fall einstecken. Ob du eine Waffe dafür hast oder nicht, ist erstmal egal. Okay, das ist auch ein sehr guter Tipp, ja. Das hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Weil früher war das mehr oder weniger egal, glaube ich, mit den Magazinen. Da musste man halt nur gucken, dass man die richtige Munition für die richtige Waffe einfach gefunden hat. Richtig. Und seit es die Magazine jetzt gibt, brauchst nicht für jede Waffe ein Magazin, aber wie jetzt bei dir, mit Double Rifle und so. Aber auch da gibt es dann zum Beispiel einen Schnelllader, dann kannst du, wenn du den draußen gelassen hast, kannst du dann einfach mit der R-Taste nachladen zum Beispiel, wenn die Waffe leer ist, was einfach mal schneller und angenehmer geht, ne? Dass du mal ins Inventar ziehen musst. Durch die Spielereien musst du natürlich wissen. Okay, na dann würde ich sagen, an der Stelle ist die Aufnahme dann erstmal beendet und ich bedanke mich schon mal bei dir. Jawohl. Und der Captain Yamato, der ist in unseren Gedanken. Wir behalten ihn im Gedächtnis. In stiller Trauer. In stiller Trauer, in stillem Gedenken. Ja, ich senke auch das Haupt. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge, Daisy. Bis dann, ciao, ciao.